Das Internet ist ja eine der ganz großen Erfindungen des Menschen, vielleicht ähnlich bedeutsam wie die Entwicklung des Buchdrucks durch Gutenberg oder in seinen Umwälzungen ähnlich wirksam wie die industrielle Revolution. Und insofern erleben wir heute in spannenden Zeiten des Umbruchs und jeder von uns spürt das ja jeden Tag. Nun ist es so, dass wir ständig davor gewarnt werden, wir sollten uns hüten, zu viele Informationen im Internet über uns preiszugeben. Und solche Warnungen sind bestimmt berechtigt. Es gibt allerdings ein paar Visionäre, vor allem im Silicon Valley, die sind ganz anderer Meinung. Wenn es nach ihnen ginge, sollten wir möglichst viel von uns in die Datenkrake einspeisen. Warum das so ist, erfahren Sie gleich. Sie befinden sich bei Rallentando und wir beschäftigen uns heute mit der Zukunft des Menschen. Am Samstag, den 9. April, findet hier in der Kirche Erlenbach eine Tagung zu dieser Thematik statt, an der neben anderen auch Peter Sloterdijk sprechen wird. Sie sind herzlich dazu eingeladen, wie auch dazu, uns einen Kommentar oder ein Like zu hinterlassen. Gleich geht es weiter mit der Zukunft des Menschen. Die Menschen haben eigentlich immer schon ein Gespür dafür gehabt, dass sie selbst noch nicht die beste Version des Menschen sind. Und deshalb hat es auch immer schon eine Sehnsucht gegeben, wir könnten irgendwie etwas Besseres aus uns machen. Solche, die weniger Leid über die Welt bringen, solche, die mehr Gerechtigkeit herstellen, solche, die sich gegenseitig mit mehr Respekt begegnen und so weiter. Heute zum Beispiel würden wir uns vielleicht Menschen wünschen, die eine Krise wie die an der russisch-ukrainischen Grenze friedlich lösen könnten oder solche, denen es gelingt, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und so weiter. Schon das Neue Testament hatte davon geträumt, dass sich einst ein neuer Mensch ergibt und entwickelt. Eine Art von Mensch, die alle Mängel hinter sich lässt und sie so etwas wie eine Idealversion des Homo sapiens ist. Und diese Idee ist dann in der Aufklärungszeit umformatiert worden und hat uns letztlich ein hohes Zutrauen in die Bildung eingebracht. Der Mensch, so die Idee, könne eine bessere Version von sich selbst herstellen, wenn er alles Rohe und alles Unkultivierte aus sich austreibt. Und dies sei möglich durch gesteigerte Bildungsprogramme. Man träumte von einer Erziehung des Menschengeschlechts, durch die wir uns über die Generationen hinweg selbst verbessern würden. Eigentlich sind etwa unsere Schulen das Ergebnis dieses Glaubens an die Bildung des Menschen. Heute gehen wir noch einen Schritt weiter und das tun wir, ohne es recht zu bemerken, dass wir es tun und auch wie wir es tun. Mittlerweile gibt es aber allerhand technische Möglichkeiten, mit denen der Mensch sich selbst verändern kann und tatsächlich auch verändert. Im biomedizinischen Bereich kann man die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns steigern, so dass wir uns besser und länger konzentrieren können, so dass wir mehr Informationen speichern können, so dass wir ungewünschte Erinnerungen aus unserem Gedächtnis löschen können. Einige der führenden Computerwissenschaftler träumen von Interfaces, Verbindungen also zwischen Computern und unserem Gehirn. Und sie meinen, es ist gar nicht in so weiter Ferne,
dass wir unser Hirn mit dem Internet verbinden können. Das mag vielleicht klingen wie Musik aus einer fernen Zukunft, aber wenn Sie sich jetzt vor Augen halten, wie weit wir bei der Computertechnologie in den letzten 20 oder 30 Jahren gekommen sind, könnte es sein, dass sich das alles relativ rasch bewahrheitet. Es gibt überall auf der Welt Forschung im Nanobereich, durch die man den Körper verbessern will und den Alterungsprozess aufhalten oder sogar stoppen will. Der Traum vom ewigen Leben. Und immer wieder wird über den Einsatz von biochemischen Substanzen nachgedacht, durch die man zum Beispiel unmoralische Gefühle oder Aggressionen aus unserem Bewusstsein verbannen könnte. Das sind nur einige Beispiele für Verbesserungstechniken, an deren Entwicklung man gerade arbeitet. Die Frage ist bloß, was genau wäre überhaupt eine Verbesserung? Ist der Einsatz derartiger Mittel überhaupt wünschenswert? Und wenn ja, mit welchen Zielen? Wie sollte denn der ideale Mensch aussehen, den wir da bauen würden? Vielleicht geht die Reise aber noch weiter und der Mensch überholt sich selbst, indem er einen neuen Gott schafft. Das jedenfalls ist die Vision einiger Forscher aus dem Silicon Valley, Ray Kurzweil zum Beispiel, einer der fähigsten Köpfe im Bereich der künstlichen Intelligenz und Leiter der technischen Entwicklung bei Google, stellt sich die Entwicklung eines Computers vor, der selbst einen noch intelligenteren Computer entwirft. Und dieser entwirft wiederum einen noch intelligenteren, bis ein gottgleicher Computer entstanden ist. Dies alles geschieht selbstständig und abgelöst von der menschlichen Intelligenz. Das Ereignis, ab dem die Computer fähig sind, sich selbst zu entwerfen und zu steuern, nennt man in Fachkreisen Singularität. Wenn ein solcher Computer zum Beispiel das Internet steuert, hätte man eine Intelligenz verwirklicht, die letztlich alles wissen und alle Dinge auf der Welt auch steuern kann. Und wenn wir sodann genügend Daten ins Netz einspeisen, weiß das Internet zum Beispiel über Sie, wann Sie in die Stadt fahren wollen. Es schickt Ihnen ein selbstfahrendes Auto vorbei, das Sie automatisch zu Ihrem Zielpunkt bringt. Sie müssten nur bereit sein, hinreichend viele Daten preiszugeben. Das Internet der Dinge wäre dann, wenn es über alle alles weiß und alle Dinge steuert, so etwas wie ein allwissender und allmächtiger Gott, der auch viel klüger ist übrigens, als ein Mensch es je sein könnte. Auch das klingt zunächst wie eine Melodie aus ferner Zukunft, aber wir sollten uns nicht täuschen. Kurzweil sagt, die Verwirklichung von gottgleichen, sich selbst steuernden Supercomputern schon für 2045 voraus. Was ist von alledem zu halten? Und welche Zukunft haben wir? Das klären wir an einer Tagung am 9. April 2022 an einem Samstagnachmittag hier in der Reformierten Kirche Erlenbach. Um 16.30 Uhr an diesem Nachmittag wird auch Peter Sloterdijk einen Vortrag halten und mit uns diskutieren. Vom Magazin Cicero ist er gerade wieder auf den Platz 1 der 500 einflussreichsten Intellektuellen deutscher Sprache gewählt worden. Und er geht der Frage nach der Zukunft des Menschen auch schon seit längerem nach. Sein Vortrag trägt den Titel
neue Nachrichten vom asketischen Stern. Mönche, Athleten, Selbstverbesserer. Bevor Sloterdijk spricht, gibt es aber auch schon eine theologische Perspektive mit Harald Matern und eine biomedizinische Orientierung darüber, wie weit wir technisch schon sind. Dies mit Simone Schürle und mit Armin Kurt. Sie sind herzlich eingeladen. Werfen Sie doch einen Blick auf das Programm, das Sie auf den Webseiten der reformierten Kirchgemeinden Herliberg und Erlenbach finden und dass Sie auch hier beim Video anklicken können. Die Zukunft des Menschen, wie wir uns durch Techniken selbst verbessern. Wenn Ihnen dieses Rallentando gefallen hat, dann schauen Sie doch auf einem unserer anderen Videos vorbei. Wir haben insgesamt 100 produziert. Versenden Sie die Links an Ihre Freunde. Geben Sie uns ein Like, wenn Sie das mögen. Und wenn Ihnen etwas einfällt, schreiben Sie doch einen kleinen Kommentar.